Hallo zusammen, diesmal von draußen und ich wünsche euch allen zuallererst ein frohes neues Jahr. Oder auch, wie der Japaner sagen würde, Akemashite omedetou gozaimasu. So, wir laufen hier gerade durch einer meiner Nachbarschaften, auch bekannt als einer der teuersten Ecken Tokios. Wir laufen gerade durch Dienchofu. Ja, Dienchofu ist voll mit riesigen Villen und Häusern, wo du wirklich große Augen machst. Ich wünschte, ich würde hier direkt wohnen. Tue ich leider nicht. Aber dafür zeige ich euch nachher meine Bude. Denn ich hatte ja schon letztes Jahr eigentlich filmen wollen. Ich hatte schon ewig diese Roomtour irgendwie geplant, aber irgendwie habe ich es nie hinbekommen. Da das letzte Jahr auch ein wenig, naja, sage ich mal, voll war mit neuen Erfahrungen als Mutter. Ein paar Eckdaten vielleicht am Rande. So, nehmen wir mal hier die Bonzenbrille ab. Die Wohnung ist 36 Quadratmeter groß und wir zahlen 10.000 Yen. Also das sind umgerechnet, je nach Kurs, oh Gott, wie viel sind das? 900 Euro im Monat? 800, 900? Je nach Kurs. Was relativ positiv an der Wohnung ist, also wir haben mehrere Stations in der Gegend. Ich bin, wenn ich den Expresszug nehme, relativ schnell, also wirklich innerhalb von 10 Minuten in Shibuya, kann aber auch sehr gut die andere Richtung erreichen. Also Akihabara, Tokyo Station. Genau, wir haben sehr schöne Schreine hier. Dann haben wir auch mehrere Supermärkte hier in der Gegend, was ich auch sehr wichtig finde. Und es ist eine sehr ruhige Gegend. Tja, aber so wie es positive Punkte gibt, gibt es natürlich auch genug negative. Wobei eigentlich gar nicht so viele. Der größte ist tatsächlich eigentlich, ja, die Größe der Wohnung. Es ist halt doch wirklich sehr, sehr klein. Und was leider jetzt auch neuerdings ein Problem geworden ist, lustigerweise seit die Kleine geboren ist erst, die Nachbarn. Wir haben zwei Nachbarn, also einen vor allem, der nebendran ist, ja, die sich leider über die Lautstärke beschweren. Lustigerweise nicht über die Kleine, sondern eher, ja, sag ich mal, wenn wir uns in der Küche unterhalten. Ich kann es euch ja nachher mal zeigen, wie unsere Küche aufgebaut ist und wie das alles so eingerichtet ist. Dann könnt ihr euch besser davon ein Bild machen. Es ist echt eine schöne Gegend. Also ich mag hier sehr, sehr gerne rumlaufen. Es ist schon wirklich sehr beeindruckend, sage ich mal. Es ist also krass, wenn man eigentlich denkt, wie klein eigentlich sonst die Wohnungen sind. Und hier sind es Häuser. Also das ist schon teilweise deutscher Standard hier von der Größe. Ich weiß gar nicht, ob man das so sieht. Ist schon echt nicht schlecht. So, und da wären wir. Ich entschuldige mich hier und da für das etwas schlechte Licht, denn an einigen Stellen ist es ein bisschen dunkel. Unser Apartment ist quasi so aufgebaut, dass an der einen Seite knallt super die Sonne rein und hier ist so quasi der Ort, der nicht vom Licht berührt wird. Ach ja, und übrigens nicht wundern wegen Babygeräuschen im Hintergrund. Die Kleine wuselt hier um mich herum. Ja. Mhm. So. Hier ist das, was man so wundervoll Genkan nennt. Hier haben wir recht viele Werkzeuge von ihm gelagert. Da unten sind die Schuhe. Hier, das sind meine Yukata-Schuhe. Sommerschüchen. Darunter sind auch so kleine Latschen. Darunter sind die von meinem Mann. Ach genau, und meine geliebten Access-Farm-Stiefel, die ich leider recht lange jetzt nicht mehr angehabt habe, aber ich liebe sie. Und die dürftet ihr auch relativ oft auf meinen Twitter-Fotos sehen. Und neulich war ich bei einem Laden in, ich glaube, es hieß Gakugei Daigaku. Und zwar gibt es dort einen Laden, der Schuhe in, ja, sagen wir mal, japanischer Übergröße verkauft. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht sonderlich große Füße. Ich habe Schuhgröße 39-40. Aber hier ist es schon relativ schwer, gute Schuhe zu finden. Aber ich habe tatsächlich Winterstiefel bekommen. Genau, hier hängen Taschen am Eingangsbereich. Das hier ist mein treuer Begleiterrucksack, schon seit vielen Jahren. Hier hängen ein paar Taschen. Diese benutzen wir immer für Pfandflaschen. Access Farm, was sonst? Wenn es regnet, hängen wir hier oben die Wäsche hin. Ich würde sagen, dann gehen wir mal hier weiter, drehen uns. Und dann haben wir hier eine wundervolle Tür. Und da ist das wundervolle Klo drin.
natürlich japanisch mit Heizung, mit beheizter Klobrille und Knopf für japanische Nationalhymne, also das Typische, ne? Oben haben wir noch so einen kleinen Storage für Klopapier und Putzmittel. Und wenn man die Tür zumacht, haben wir hier unsere Waschmaschine stehen. Japanische Waschmaschinen sind eigentlich so konzipiert, dass sie mit kaltem Wasser waschen. Es gibt mittlerweile auch welche, die mit warmem Wasser waschen, aber das sind solche riesigen Trümmer und ich schätze, so ein Monster würden wir hier nicht mehr reinkriegen. Aber wir können trotzdem mit heißem Wasser waschen, denn wir haben eine super Methode gefunden. Ich meine, ich habe es auch sogar in einem Vlog letztes Jahr gezeigt. Hier ist übrigens unser wundervolles Bad direkt daneben an mit Dusche und Badewanne. Und zwar haben wir das große Glück, dass der Duschkopf hier von der Dusche bis hierhin reicht. Also sprich, wir können ohne Probleme das heiße Wasser hier benutzen. So, und das hier ist unser Badezimmer. Und unsere Badewanne ist, wie ihr seht, aus Edelstahl. Es mag für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen merkwürdig sein. Ich muss sagen, ich als jemand, der auch sehr gerne mal Dokumentation über Forensiker und so anschaut, es wirkt schon merkwürdig. Aber es ist gar nicht so unbequem. Über der Waschmaschine sind kleine Handtücher gelagert auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite Oxyclean, Waschmittel und Putzzeug. Hier ist unser Wäschekorb. Und hier drunter habe ich Shiodis Handtücher gelagert. Und hier sind unsere Handtücher. So, das ist die eine Seite. Wenn wir uns hier nun umdrehen, ist eine Tür. So, hier haben wir einmal hinter mir den einen Mantel hängen, den ich habe. Hier hängt gerade improvisatorisch mein anderer Mantel. Hier drin sind ganz viele Winterklamotten drin. In erster Linie eine Menge Snowboard-Klamotten. Teilweise auch seine Anzüge und oben auch Snowboard-Sachen. Hier haben wir ganz viel Storage. Da sind ganz viele Sachen drin. Teilweise auch noch von ihm viele CDs, viele Bücher, DVDs. Genau, und eigentlich sollte dieser Raum Shiodis Kinderzimmer werden. Eigentlich. Wir haben hier auch ein Kinderbett stehen. Oh Gott, wir haben hier so viel geliefert bekommen in letzter Zeit, deswegen ist hier noch ein bisschen Paketkram. Hier ist ihr neuer Kinderwagen. Und hier hinter sind ihre Klamotten drin. Alle schön sortiert. Hier lagern wir wiederum Windeln. Dann, da ich hier und da ja immer gerne mal Sachen verkaufe, habe ich hier und da auch Pakete für den Versand. Diese Sachen hier allerdings, die sind von meinem Mann. Da sind seine Snowboard-Boots und Bindings, da steht es ja genau. Seine Bindings sind da drin. Es ist ja momentan Snowboard-Season, deswegen ist hier alles voller Snowboard-Sachen. Das hier ist ein Futon-Reinigungsgerät. Das klappt man quasi so auf. Also wenn man sein Futon wäscht, klappt man das dann so auf. Und genau, das trocknet das dann halt zwischendrin, zwischen den Futonlagen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Genau, hier ist unsere neue Kamera, die Canon. Die habt ihr eventuell auf Twitter gesehen. Snowboard-Sachen, ein bisschen Hanteln, wunderbare Socken. Ihr seht schon, das ist alles voller Snowboard-Sachen. Hier seine Brille und alles, bla, Helme, sein Computer. Und den sammelt er sehr leidenschaftlich. Ich muss sagen, ich war sehr überrascht, dass dieser Manga es sogar nach Deutschland geschafft hat. Genau, und wie gesagt, also dieser Raum ist eher so zu einem Homeoffice-Raum mutiert. Sollte eigentlich ein Kinderzimmer werden, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es nicht so schön, wenn die Kleine doch jetzt letzten Endes in einem anderen Raum schläft als ich. Ich habe sie doch lieber neben mir schlafen, das ist mir lieber. So, dann haben wir hier, zack, boah, es wird Licht. Tading, Waschraum, sage ich mal, mitten im Flur. Ja, ihr seht schon, wie gesagt, hier ist der Eingang und hier ist so quasi die Waschzentrale. Hier ist mein Föhn drin, hier ist mein Glätteisen drin. Hier unten haben wir auch nochmal ein bisschen Storage und da sind auch diverse Sachen drin. Zum Beispiel hier mein Haarspray steht hier unten drin, weil es relativ groß ist. Dann haben wir hier unseren Badezusatz. So, hier wären wir in der Küche mit magischem Mülleimer. Hier steht unser Kühlschrank. Hier haben wir eine wunderbare Gegensprechanlage mit Kamera. Dieses Bild update ich immer wieder mal, je größer Shiodi wird. Hier auf dieser Tafel schreiben wir Shiodis Gewicht auf und wann die werten Nachbarn klopfen. Hier hinter dieser Wand ist nämlich unser anderer Nachbar, der immer wieder mal gerne gegen die Wand klopft. Er hat sich irgendwann mal beschwert irgendwie und gemeint, wir würden die Kühlschranktür zu laut schließen und der Kochgeruch wäre viel zu stark. Und wir haben sogar jetzt einen extra Doppelfilter über den Filter gehängt. Das hier ist unser Herd. Hier ist ein kleiner, ich sag mal, Ofen, Mini-Ofen. Hier kann man Fisch braten, hier kann ich Sachen toasten. Da sind Töpfe drin.
Hier sind Stäbchen, unter alle Löffel, Messer, Gabel drin. Hier weitere Kochutensilien. Und hier unten sind die großen Sachen drin. Und hier lagere ich meine Tassen und Gläser und süßen Tellerchen. Ich liebe sie. Die waren irgendwann mal bei einem 7-Eleven Ichiban und Kuji zu kriegen. Total süß. Das sagenumwobene Arbucks-Glas. Und hier sind meine Tassen. Hier. Und hier wiederum sind Teller und alles drin. Spüle. Und hier oben, neulich erst richtig schön aufgeräumt, sind unsere Mülltüten, Schwämme. Das ist eine Vakuummaschine. Das ist ein Sous-Vide-Gerät, womit man zartes Fleisch kochen kann. Ist ein bisschen aufwendig, aber genau. Dann hier die Supplements von meinem Mann. Dann hier oben Tupperware. Diese Sachen packt man in den Reis rein, damit sie gut halten und damit keine Viecher reinkommen. Ziploc, genau. Und ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund hört. Hier ist eben eine Maschine angegangen, die zeige ich euch gleich auch nochmal. Genau, hier andere Sachen, Wärmflasche. Wenn wir einen Ausflug machen, sind da Shiodin-Sachen drin. Tee. Und übrigens, genau, das ist eine deutsche Wärmflasche, aber die japanischen sehen ganz anders aus. So sehen japanische Wärmflaschen aus. So, und hier ist eben hinter mir ein Gerät angegangen, und zwar ist das hier ein Luftreinigungsgerät. Und das erkennt schlechten Geruch oder auch Staub und reinigt den. Man kann diese Maschine aber auch an Regentagen verwenden und genau, damit die Wäsche trocknen. Wie ich eben meinte, drüben im Flur hänge ich die ja dann immer auf bei Regentagen. Dahinter ist meine Brotbackmaschine. Mit Badespielzeug, das wasche ich immer nach dem Benutzen und lasse es trocknen. Dann hier ihr stylischer Stuhl. Und im Winter haben wir hier immer unseren Heizkörper stehen. Unsere Mikrowelle, Zeugsel, ach Gott, zum Kochen, bla, Kochbücher. Unser Reiskocher, unsere wundervolle kleine Maschine hier, die Heißwasser spendet. Hier ist unser kleiner Medizinschrank. Das hier ist mein ultimatives Mittel für Erkältung. Und das bläst ganz schön stark hier rum. Ich hoffe, das geht nachher mit dem Ton. Und hier hinter befindet sich unser Balkon. Balkons werden in der Regel irgendwie nur scheinbar für Wäsche benutzt, und hier hängt auch gerade die Wäsche. Unser Balkon erstreckt sich von der Küche bis zum Nebenzimmer. Das zeige ich euch gleich, das ist der letzte Raum. Ach ja, ein kleines wunderschönes Gimmick habe ich vergessen, und zwar diese magische Luke hier. Hier haben wir Reis drin, und da mein Mann die Messer immer per Hand schleift, sind hier auch die ganzen Schleifsachen drin. Mein Mehl fürs Brotbacken, aber in erster Linie unser Reis. So, und hier ist das letzte Zimmer. Ich schätze mal, ihr werdet diesen Hintergrund sehr gut kennen. Moment, wenn ich das mal so hinstelle. Ja, hier hocke ich meistens für meine Laber-Videos, wenn ich zu Hause was mache. Und hier seht ihr, wie das Ganze nämlich von der anderen Seite aussieht. Genau, hier haben wir ein wunderschönes Decoration Tapestry hängen. Da oben ist unsere wundervolle Aircon. Hier ist unser Kotatsu, und da ist das Futon von der Kleinen direkt nebenan. Es ist sehr reduziert, was draußen steht, da die Kleine sehr gerne überall rumkrabbelt, rumstampft und gerne alles anfasst. Deswegen habe ich meine Sachen so ein bisschen reduziert und höher gestellt. Das sind so meine Mangas, die ich halt noch so im Bücherregal habe. Oben ist unser Hausschrein, hier meine beiden Boneless-Plüschis, genau, Ikigami. Dahinter ist Shiki. Ikigami ist ein Manga, den ich übrigens sehr empfehlen kann, verdammt gut. Na klar, meine Ojisama Toneko-Bände. Und all meine wunderschönen Mangas, ach ja, die ich noch habe. Meine japanischen Lehrbücher, in die ich vielleicht mal, ja, mal wieder reinschauen sollte. Genau, dann haben wir hier noch so ein bisschen eine kleine Ramschecke mit Stiften und bla und Karten, die wir brauchen, meine Notizblöcke, Schnuller, ja, ein bisschen Figurensammlung, die noch übrig geblieben ist, die ich noch haben kann aufgrund des Platzmangels. Und genau,
Hier ist Judys kleines Spieleparadies. Da stehen unsere beiden Switches. Wir nehmen das immer zum Abdecken, damit sie die Sachen nicht anfasst. Und genau hinter diesem Schrank hier befinden sich meine Klamotten. Wuhu. Nicht viel, sehr übersichtlich, aber ja. Hier die Hemden von meinem Mann. Da sind unsere Futons unten drin. Unten in der Ecke sind noch seine Klamotten. Und hier sind auch noch mal ein paar Klamotten von mir. Oben ist auch wieder Storage mit Küchenpapier. Da haben wir Küchenpapier gelagert. Und da sind auch noch ein paar seiner Snowboard-Sachen drin. Hier oben habe ich ein paar Cosplays. Und dieser Schrank ist eigentlich interessanter. So, mein Futon mal weg. Das hier ist mein kleiner persönlicher Storage. Hier habe ich meine Videospiele drin, zum Filmen meine Sachen, meinen Yukata, Nähsachen, falls mal was kaputt geht, Elektrosachen, meine CDs, natürlich hier, klar, One Ok Rock, wie sich das gehört, eine klare Sache. Da ich sehr viele Sachen immer verschicke, sind hier meine Shipping-Zettelchen. Das nehme ich immer als Füllmaterial. Das sind Sticker. Genau, meine Gushwintos sind hier. Ein paar Bücher, die ich noch habe. Auch Dokumente. Und ja, die stylischste Schere überhaupt in Form eines Schwertes. Genau, auch meine gigantische Copic-Sammlung. Och Gott, das sind so viele. Ich würde so gern mal wieder zeichnen, aber ich komme gerade leider überhaupt nicht dazu. Letztes Jahr habe ich, glaube ich, kein einziges Mal gezeichnet. Das ist echt blöd. Hier unten sind Kinderbücher von Shiori. Die sind hier gelagert, weil sie die leider sehr gerne zerreißt. Weil es noch so dünne Seiten sind. Deswegen sind die vorerst hier gelagert. Die Flaschen, die bewahre ich hier noch gerade für jemanden auf. Genau, dann Starbucks-Tumbler lagere ich hier unten und Sachen, die ich verkaufe. Genau, das ist mein Storage. Sehr übersichtlich. Ja, das ist so der Raum hier, wo ich mich die meiste Zeit aufhalte. Und hier sitze ich, hier schneide ich meine Videos, da ist mein Laptop. Und wir schlafen halt dann so. Shiori schläft hier, ich bereite hier dann meinen Futon aus und hier schläft mein Mann. So, Kamerawechsel. Wie gesagt, es ist halt keine große Bude. Noch geht es, noch ist sie klein genug, aber spätestens wenn Shiori älter ist, müssen wir auf jeden Fall umziehen. Mein Mann schaut natürlich immer wieder mal nach Wohnungen, was es so gibt. Aber es ist recht schwer hier in der Gegend. Dann denke ich, mache ich mal Schluss hier an der Stelle. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Ich hoffe, es war okay. Es ist gar nicht so leicht, so zu filmen mit Baby und allem. Es ist echt schwierig, muss ich sagen. Aber ja, lasst gerne auch einen netten Kommentar da, wenn ihr wollt. Oder wenn ihr Fragen habt zum japanischen Haushalt generell, alles ab in die Kommentare, könnt ihr mich alles fragen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, man sieht sich. Ciao.